Hallihallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von der FIFA 17 Karriere mit Werder Bremen. Im letzten Part haben wir ja, ich glaube wir haben gewonnen, nee, haben wir verloren, nee, ich weiß nicht mehr, scheiße, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, ist jetzt auch schon über eine Woche her sogar, nee, gar nicht, nicht über eine Woche, bescheuert, letzte Woche Freitag oder Donnerstag oder so her, Alter, ich weiß es nicht mehr, das ist zu lange her auf jeden Fall. Auf jeden Fall wollte ich mal ganz kurz im Kalender hinschauen, wie lange denn noch, okay, wie viele Spiele wir noch machen müssen. Wir müssen gegen Frankfurt erstmal, also es wird ja am heutigen Part dann erledigt, danach geht's zum Nordderby gegen Hamburg, gegen die wollen wir natürlich gewinnen, weil für die Leute, die es nicht wissen, alle, die mich privat kennen und die ja, gute Freunde oder gute Kollegen von mir sind, die wissen, dass ich Hamburg absolut verabscheue. Also wirklich absolut verabscheue. Das hat nicht nur den Grund, da Werder Bremen und Hamburg natürlich in einem kleinen, sagen wir jetzt mal, Spannungsverhältnis sitzen, sondern auch, weil Hamburg sich seit 3 oder 4 Jahren immer durch die Relegation durchkrepelt. Also die sind jedes Mal eine Relegation gewesen, jedes Mal haben sie sich irgendwie mit einem Lucky Punch durchgeschlagen und das macht mich außerdem noch richtig, richtig fuchsig gegenüber die. Und damit meine ich nicht den Außenverteidiger von fucking Leicester City, sondern das macht mich wirklich innerlich fuchsig, ja, ohne Witz. Und deswegen, da müssen wir gewinnen. Also wenn ich da nicht gewinne, mein Gott, Alter, dann ist hier echt was los, dann brennt die Bude. So, danach ging es gegen Ingolstadt, dann müssen wir wieder gegen Ingolstadt im deutschen Pokal. Das ist auch sehr interessant. Danach müssen wir gegen Hertha BSC Berlin und dann kommen wir schon zu den letzten 3 Spieltagen. Köln, Hoppenheim und zuletzt gegen Dortmund. War doch richtig, oder? Genau. Falls wir beim Pokal natürlich weiterkommen, dann kommen dann natürlich noch Pokalspiele. Aber das müssen wir halt noch schauen, ob wir da weiterkommen. Zuerst wollte ich aber auch nochmal beim Jugendstab, das war hier unten, genau, beim Jugendstab den Scout wieder, komm mal wieder zurück, mein Freund, zurückrufen hier. Pascal Müller, komm mal wieder zurück, mein Freund. Denn wir müssen mal woanders jetzt ein bisschen suchen. Warte mal, was ist nochmal die Vorstandserwartung? Wir haben ja jetzt Nachwuchsentwicklung, Torwart und Stürmer. Verteidiger und Mittelfeldspieler fehlen uns noch. Dann haben wir das zumindest auch schon mal fertig. Weil momentan sitzen wir noch bei 80, was plangemäß halt ist. Und das bedeutet halt, dass wir im guten Raum momentan sitzen. Hazard schon einen Marktwert von fast 1 Mille. Das ist nicht schlecht, wie er sich entwickelt. Wir müssen zum heutigen Spiel aber auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir ein bisschen rotieren, weil wie wir hier sehen können, unser Team ist ganz schön angeknackst. Ist natürlich vielleicht ein bisschen blöd an der einen oder anderen Stelle. Aber gut, da müssen wir mal schauen, was wir da machen. Frankfurt momentan auf dem 6. Platz. Das heißt, ein Sieg müsste hier wirklich her. Ich denke mal, wir spielen einfach mal so. Damit uns dann nicht irgendwie, ich glaube Köln war das, die genau hinter uns sind mit einem Punkt Unterschied, dass die uns dann nicht irgendwie überholen. Weil wie gesagt, wenn ich die Champions League erreiche, wird das als Streaming-Projekt auf Twitch weitergeführt. Ich möchte euch nur nochmal dran erinnern, ja, dass wenn ich das schaffe. So, was machen wir denn jetzt hier? Ich glaube, Hajrovic können wir doch mal mitnehmen. Ich bin sogar dafür, dass wir Hajrovic einfach mal spielen lassen für das Spiel. Weil, naja, er hat sich das auch mal verdient. Der Kainz kann auch mal wieder rein, der Junge. Der Diagne kann mal wieder rein. Ach komm, jetzt müssen wir mal Sané, glaube ich, mal rauspacken. Der Sané, der ist... Dem geht's nicht mehr allzu gut. Und dann nehmen wir nochmal Vekovic mit. Den lieben Robert Bauer setzen wir mal mit rein. Komm, Schneider. Nee, Schneider möchte ich nicht spielen lassen. Ich nehme den einfach mal mit, oder? Für Kainz. Wo wollen wir noch wechseln? Will ich überhaupt noch wechseln? Ich lass das so, oder? Oder soll ich hier unten vielleicht noch irgendwas hier irgendjemand mitnehmen oder so? Ne, ich denke, wir können so rein ins Spiel. Wobei, ne, ich möchte mal Petzos mitnehmen, falls ich den irgendwie einwechseln möchte. Doch, doch. So machen wir das Ganze mal. Hajrovic kann nämlich auch ZOM spielen. Ich weiß, das ist ZM-Position und nicht ZOM, aber die beiden Positionen nehmen sich nicht so viel voneinander. Also von daher kann man das mal ruhig machen. Den Hajrovic da spielen lassen. Ich möchte den auch vor allem wieder spielen lassen, weil ich weiß nicht, ob ich das in der Karriere schon mal erzählt habe, aber ich halte von Hajrovic im Real Life ziemlich viel, muss ich sagen. Ich finde, das ist ein technisch unglaublich cooler Spieler und es gab auf YouTube, was habe ich denn da gerade gemacht? Es gab auf YouTube bei Werder TV, also YouTube-Kanal Werder TV, gab es mal eine Challenge, Junusovic gegen Hajrovic im Freistoß. Ja, also die haben halt gegeneinander Freistöße geschossen. Und sagen wir es mal so, Hajrovic war extrem gut. Also wirklich, muss man einfach sagen, gegen fucking Junusovic, dem Freistoßgott bei Werder Bremen, so gut zu bestehen, war echt nicht schlecht. Naja,
Wir sind ja jetzt gerade im Spiel gegen Frankfurt, hat nichts jetzt gerade mit Werder Bremen TV und so weiter zu tun, außer dass wir natürlich eine Werder Bremen Karriere momentan führen, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Dazu kann ich auch noch eine kleine Story erzählen, und zwar war ich am vergangenen Samstag, oh Gott, holy shit. Puh, also wenn ihr jetzt den Upload-Tag des Videos hier seht, wenn ihr den Upload-Tag des Videos hier seht, der Samstag, der halt davor war, wenn ihr versteht, wie ich das meine, da war ich nämlich im Stadion, Werder Bremen gegen Bayern München, wer es nicht weiß, und da ist Kruse durch, schieß, ach, schade, Mann. Das wäre die Chance gewesen für das 1-0. Da war ich nämlich im Stadion, im Weserstadion. Werder Bremen gegen Bayern München, wer es nicht weiß, ein 2-1 für Bayern München. Sehr knappes Spiel und es hat mir sehr gut gefallen, das Spiel. Das war ein unglaublich cooles Spiel. Und es war schön, dass ich wieder im Stadion war. Weil das hat sich gelohnt. Auch wenn man natürlich, also man muss natürlich sagen, man ging davon aus, dass Bayern gewinnen tut. Holy shit, ist jetzt wieder die Weitschuss-Epidemie hier ausgebrochen oder was? Holy shit, Schöpf, Mann. Was ein geiles Volley-Tor. Alter, ich glaube, wir kommen langsam zu der Longshot-Epidemie wieder zurück. Schöpf fasst sich da ans Herz und nimmt den von so einem komischen Winkel. Ah, ne, es war kein Volley, es war so ein Half-Volley. Alter, perfekt, da kannst du den nicht ins Eck schießen. Aber gut, sagen wir es mal so, der Keeper hat ein bisschen mit uns gespielt, glaube ich. Ja, der Keeper hätte da auch locker rankommen. Was macht der Keeper da? Der hätte auch locker rankommen können. Egal, somit führen wir 1-0 gegen Frankfurt. Einen besseren Start kann man ja wohl gar nicht haben nach 10 Minuten. Also man sagt natürlich immer so, ja klar, es war auch klar, dass Bayern München gewinnen wird und so weiter gegen Werder Bremen. Das war damals so, wo Werder auch mal gegen Bayern gewonnen hat. Natürlich, mir war es auch von Anfang an klar. Und ich war halt nur im Stadion Werder Bremen gegen Bayern München, weil mein Schwager, also Florian halt, der ist Bayern München Fan. Und das passt dann ziemlich gut, weil ich ja Werder Bremen Fan bin. Dass wir dann auch ein Spiel machen von Teams, die wir beide halt supporten. Okay, komm, let's go. Flanke in die Mitte. Komm, Werner! Oh, daneben geköpft. Der hätte ihn auch schießen können, fällt mir gerade ein. Der hätte nicht unbedingt Köpfen brauchen. Oh Mann, schade, Marmelade. Und deswegen hat sich das halt ganz, hat sich dann gelohnt, dass wir dann uns Tickets dafür geholt haben, weil er ja Bayern München-Fan ist, ich wäre der Bremen-Fan und dann passt es halt ziemlich gut. Und da ist es mir auch egal, wenn Werder Bremen verliert. Also es ist immer wieder schade, wenn natürlich Werder Bremen verliert als Fan, weiß man das. Aber als Fan weißt du natürlich auch, dass du gegen Bayern München schlechte Karten hast. Also dass es schwer ist. Und deswegen fand ich das jetzt nicht so schlimm. Was macht ihr denn? Der sollte zu Garcia, nicht zu Gnabry runter. Was geht mit euren Köpfen auf einmal vor sich? Naja, also ein bisschen Real Talk, ja. Also mir war es dann relativ egal, dass Bayern München dann gewonnen hat. Es war auf jeden Fall ein ziemlich geiles Spiel. Werder Bremen hatte extrem viele Chancen gehabt. Bayern München natürlich auch, aber Werder Bremen war extrem stark. Naja, wir machen erstmal weiter hier mit dem Spiel. Und befassen uns jetzt erstmal nicht mehr mit den Themen aus meinem... Oh mein Gott, aus meinem Privatleben. Holy shit. Oh, sehr stark, Junusovic. Gerade noch so die Viereck-Taste gedrückt. Holy shit, war das knapp. Gerade noch so die Viereck-Taste gedrückt, ey. Ich dachte mir nur so, oh, nicht, dass er jetzt noch irgendwie, ohne dass ich darauf drücke, noch an den Ball komme. Schade. Oh, oh, da macht er fast den Fehler. Wer auch immer das war bei Frankfurt. Kommst du ran, Passlack? Ah, kommt er sogar. Und der rennt oben auch weiter. Boah, ist das stark gespielt von uns. Ist das ein starkes Spiel von uns. Oh, nein. Passlack, da wolltest du zu viel. Da wollte der Felix zu viel als Außenverteidiger, Mensch. Mensch, Passlack, das weiß man doch. Die Außenverteidiger, da brauchst du doch nicht reinziehen. Du bist ja keine Alien Robben, mein Freund. Nein, müssen wir mal schauen, dass wir hier natürlich erstmal das 1-0 so drinne lassen. Upsa, ich stand die ganze Zeit auf ausgeglichen. Ich dachte, ich stand irgendwie auf Offensiv oder so. Aber nein, der Schein trügt. Oh, shit, Alter. Da habe ich daneben. Wie kann man das denn in den Verb umformen? Da bin ich daneben in den Zweikampf gegangen. So, einfach umgeformt. Komm, lauf, Kruse. Oh, schön gespielt, wenn er rankommt. Komm schon. Oh, schade, Alter. War das Oczipka oder war das hier dieser... Nee, ich glaube, das war... Nee, Oczipka war das gar nicht. Bamba Andersson? Kann das? Ach, keine Ahnung. So, möchte sich mal irgendjemand freimachen? Da. Und flank rein, mein Freund. Komm, da steht er komplett frei, der Werner. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Willst du mich verarschen? Timo? Alter!
Timo Werner und Hüntelaar, beides teure Stürmer gewesen und beide nicht wirklich, also die kommen nicht wirklich an ihrer Stärke irgendwie ran, seitdem die bei uns spielen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hätte ich mir nicht so gedacht, dass ich bei Hüntelaar und bei Werner vor allem so einen Fehlgriff gemacht habe. Also ich hätte mir das nicht erträumen können, dass es wirklich so ein heftiger Fehlgriff war. Hier vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Weil es ist ein fucking Stürmer und er macht keine Tore und auch keine Vorlagen, Mensch. Da passiert nichts. Da muss sogar schon Schöpfen ein Tor machen. Komm, Jusovic, lauf, Mann. Jetzt kommt da keiner mit, ist das Problem. Nein! Oh! Nein, er ist verletzt! Nein! Jusovic ist nicht verletzt. Nein, Jusovic. Nein, 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 nein. Steh auf, dir geht es gut, dir geht es gut, dir geht es auf. Steh auf! Nach der Halbzeit. Nein, nichts Verletzung, Zlatko Jusovic. Das ist der Schein trügt, das ist. Das ist nicht wahr. Das nein. Nicht Sladdy. Nein. Oh Gott. Oh, gut, dass wir Tropni da haben, Alter. Komm, pfeif einfach ab, Schiri. Bis jetzt bei 3 Minuten, wollte ich gerade sagen. Und jetzt schauen wir uns mal Jusovic Lage an. Nein, der ist nicht verletzt. Komm. Please. Er ist nicht verletzt. Doch, Glück gehabt. Aber ich muss gucken, dass ich irgendjemand vielleicht auswechsle. Vielleicht den Schöpf gegen Schneider. Aber jetzt noch nicht. Aber den kann man ja mal wechseln. Den Schneider kann man ja mal einwechseln. Der ist nicht ganz so aus dem Schneider, aber deswegen setzen wir ihn auch ein. Okay, der war ziemlich schlecht. Der war echt miserabel. Der Witz, in Anführungszeichen, ja. Der Witz. Wen haben sie denn da gerade gehabt? Wie heißt der? Torenstra. Torenstra, den kenne ich gar nicht. Spielt er auch wirklich in der Bundesliga oder haben sie den jetzt nur in FIFA verpflichtet? Ich habe den nicht einmal in der Bundesliga gesehen. Oh, Alex Meyer. Die deutsche Eiche. So einen dicken. Okay. Alex Meyer versemmelt da den Ball. Ist man natürlich nicht gewohnt von dem Alex, aber auch er darf mal solche Fehler machen. Ist ja auch nur ein Mensch. Um genau zu sein. Die deutsche Eiche. Oh Mann. Ach komm. Ach Mann, schade, Junge. Oh, da wollte Timo Werner noch gerade so irgendwie an den Ball kommen. Aber Timo Werner, ne? Er ist auch so ein Pflegefall hier bei uns im Team, habe ich so das Gefühl. Der ist irgendwie. Ey, Moisander! Was war denn das? Was hatte der denn davor? Das habe ich ja noch nie gesehen, dass der Computer irgendwie versucht, von da so einen Schuss zu machen. Vor allem, dass er dann auch noch so ulkig ist. Der Schuss, naja. Ich sehe ihn da unten. Oh mein Gott, ich wollte gerade sagen, Mann, hier. Schiri! Hast du die Pfeife vergessen oder was? Komm, oben, da steht er. Nice. Gnabry setzt zum Schuss an. Nee. Nein. Holy Mother. Herovic, so frei ist das hingepasst und Gnabry, Alter, der denkt sich einfach so, wisst ihr was, Mates? Ich zeig euch mal, wie ich das in den ersten 5 Spieltagen immer gemacht habe. Ich glaube, wir sind wieder da. Weitschussception ist wieder back on tour. Ja, meine Spieler haben wieder Bock gekriegt, vor allem Gnabry. Wusste gar nicht, dass man auch als Trainingseinheit Weitschüsse üben kann. 12 Tore für Gnabry. Holy shit, Mann. Holy shit, Mann. Alter Schwede, das ist ein absolutes Monster in FIFA. Wenn ihr eine FIFA-Karriere macht, versucht euch Gnabry zu kaufen. Das kann ich euch nur empfehlen. Der Typ ist Bombe. Der fühlt sich an im Spiel, Alter, das. Oh, upsa, Entschuldigung. Aber ich wollte ja mal wechseln. Das ist absolut krass, wie der FIFA abgeht. So, packen wir mal Schneider rein. Jusovic wechseln wir auch mal aus gegen Petzos. So, kann Petzos auch mal wieder spielen. Der heißt ja nicht Theophanes. Der Theophanes Petzos. Das war auch ein Foul von Sam. Diagne! Ne? Ich wollte gerade sagen, das leckt ganz kurz und dann, liegt nur noch der gegnerische Spieler im Strafraum da auf dem Boden. Oh, schade. Wäre schön gewesen, wenn er da durchgekommen wäre. Naja. Dann kommt Diagne nochmal an den Ball. Da oben sieht er den Spieler. Gnabry. Gnabry, Alter. Weitschussception, Alter. Nein! Oh, doch! Gut gemacht, Werner! Gut gemacht, Hajrovic! Schöpf steht da und jetzt fängt es an zu lecken. Hajrovic! Oh, Mann. Schade. Das wäre auch zu schön, um wahr zu sein.
Oh, oh! Was? Der Schiri hat gerade die Fahne gehoben, oder die Linienrichter besser gesagt. Hallo? War das nix? Nee. Patrick Schneider, der ist am Ball, sein erster Ballkontakt. Und der erste Schuss für Petzos. Okay, Weitschussception ist dann vielleicht doch nicht mehr so in der Haus. Wird jetzt nochmal das Tor von Gnabry gezeigt? Ja, Alter, dieser Schuss, Mann. Und wie sich dieser Ball so vor dem Tor noch senkt, Alter, das ist allererste Sahne. Habt ihr gerade Schöpf gesehen? Zeigt nur mit dem Finger so zu Gnabry. Habt ihr das gerade gesehen? Es war so gerade noch aus dem Augenwinkel, konnte ich das gerade noch so erhaschen. Das sah lustig aus. Es wäre so, als würde er halt zu ihm sagen, ah, hast du auch ein Tor gemacht. Oh, nee. Latte, hab ich ein Glück. Oh, nein, Drobny. Block ihn doch nicht so dumm. Egal, Drobny darf das. Das ist motherfucking Drobny, Alter. Jaroslav. Wo kommt er da auch wieder an den Ball? Ja, guck mal, solide gehalten. Ja, schick mal deinen Spieler kurz ein bisschen nach vorne, genau. Timo Werner kommt da zum Beispiel an den Ball. Der Paslak erstmal laufen sieht, der wieder den Hajrovic laufen sieht, der wiederum den Patrick Schneider mal laufen sieht. Nice. Der sieht Hajrovic laufen, sehr schöner Pass von Schneider. Oh, schade, aber Hajrovic macht das nicht ganz so stark dann, wenn er den, als er den Ball hatte. Und ich will den auch mal direkt mal auswechseln. Habe ich hier irgendjemanden? Ja, Fritz können wir mal wieder einsetzen, Alter, der arme Fritz. Ich wollte den halt nur nicht spielen lassen, weil der halt eh aufhört und seine Werte in FIFA sind echt schlecht. Also, ich finde, bei mir war es immer so, Fritz ist in FIFA... Oh, schade. Fritz war in FIFA nie wirklich so derjenige, der sich irgendwie gut angefühlt hat, wenn du mit dem spielst, ne Homo. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das war nie so ein Spieler, der sich für mich so... Der war nie lohnenswert aufzustellen, meiner Meinung nach. Der hat nie wirklich was gerissen in FIFA, wenn ich ehrlich bin. Oh Gott. Dann nicht so riskante Bälle nach vorne, Mates. So, Hajrovic jetzt am Ball. Was kann Hajrovic machen? Oh, hallo? Gelbe Karte. Mindestens, mein Freund. Bamba Anderson. Ja, hier, da kriegst du den gelben Karton entgegengestreckt. Schön in den Farben des Schiedsrichters kriegst du den ins Gesicht gedrückt, die Karte. Aber Hajrovic wäre auch durch gewesen, wenn er mit dem Roulette weitergekommen wäre. Ja, der wäre durch gewesen. Nice. So, Paslak passt zum Fritz. Da wird er nämlich gerade eingewechselt. Fritz, was tust du denn? Er ist verletzt, das kannst du mir doch nicht erzählen. An dem wir gerade sagen, der liegt so auf dem Boden. Ich dachte gerade, Alter. Das wäre es ja jetzt doch gewesen, dass der verletzt ist. Der alte Hase. Gott, jetzt können sie natürlich einen Konter aufsetzen, ne? Oh, so natürlich nicht. So natürlich nicht. So, Petzos mit dem Einwurf. Zu Gnabry runter. Zu Fritz. Sieht Patrick Schneider laufen. So, was können wir daraus machen? Oh, da wäre er durchgewiesen. Ja, komm. Nein. Oh, das... Ich habe mich zu spät gedreht. Ich wollte... Ach, scheiße. Warte, da kommt er auch nicht mehr ran, oder? Nein, kommt er natürlich nicht. Oh mein Gott, was... Nee, jetzt dürfen wir das jetzt nicht in noch ein Gegentor. Komm, die weiße Weste für den Jaroslav hätte ich wohl... Alter, du bist ein Idiot, Jagne. Du stolperst über den Gegner, Mann. Oh, oh, schön antizipiert von Patrick. Aber der kam dann leider nicht mehr ganz ran. Was war das denn? Holy shit. Wie viel Luck ich da hatte. Und wie viel Luck die jetzt dabei hatten. Komm, Jaroslav. Komm, den hast du. Oh mein Gott. Müssen wir doch jetzt nicht unbedingt eine Ecke riskieren, Mann. Der Keeper von denen ist auch da. Oder? Ja, der ist auch da. Und die machen noch ein Tor. Nein, abseits. Oh Mann, ist das nice. Abseits auch noch gepfiffen. Nee, Mates, so wird das nichts mit eurem Tor. Frankfurt. Oh, 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 oh. Pass bitte auf, was du da tust, Mann. Wie gefährlich das gespielt war. Oh Mann, Patrick. Da kommt so ein bisschen... So das... Ich sag mal, die Unerfahrung. Also dem Patrick, der fehlt irgendwie die Erfahrung, dem Jungen. Hast du ein ausgeglichenes Stats? Dafür, dass 2-0... Okay, es waren auch Lucky Punch Tore, muss man sagen. Zweimal so aus der Ferne Glücksgriff gezogen. Aber es ist Glücksgriff. Das war natürlich Können. Meine Spieler sind ja trainiert für solche Extremsituationen. Grilitsch kündigt Bremen-Verantwortlichen seinen Wechsel an. Ja, das weiß ich mittlerweile. Habe ich gerade oben meine News halt gelesen. Dagegen habe ich auch ehrlich gesagt nichts. Grilitsch brauchen wir nicht unbedingt. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen tough, aber den brauchen wir wirklich nicht unbedingt. Adama mit 89 Beweglichkeit. Ja, heilige Scheiße. Es ist heftig. Wir sitzen am dritten Platz. Dortmund mit einem Punkt hinter uns.
Nice. Also wenn wir es so weitermachen, dann ist die Champions League wirklich drin. So, Scout ist da und arbeitsbereit. Dann wollen wir den nochmal direkt für einen Verteidiger oder so rausschicken, ne? Scout den jetzt halt aufbauen, den schicken wir dann nochmal nach... Oh, schicken wir nochmal hier, das würde dem Sebastian freuen, nach Portugal. Da haben sie ja für gewöhnlich die besten Defensivspieler. Pepe, Hurensohn, was? Und ja, dann würde ich mal sagen, wenn euch dieser Party gefallen hat, würde mich einen Daumen hoch freuen und supporten. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss, Kostjankowski, und bye bye.